Servus, liebe Freunde, halli, hallo, herzlich willkommen hier wieder zurück zum LS11 in unserer Revival Challenge. So, bevor wir es vergessen, klar, neue Folge, neue Kuh. So, eine Kuh wieder dazu kaufen. Und ja, ich würde sagen, wir fahren dann am besten auch gleich vielleicht wieder runter und werden der, oder wohl, wir haben noch genug Stroh drin. Wir brauchen das jetzt nicht jede Folge gleich immer wieder mit Stroh nachzufüllen. Ich denke mal, einen Ladewagen voll können wir erstmal verkaufen. Preise, ja, das ist stabil. Okay, da steht meine Entscheidung fest. So, 4 Kühe, ja, 8.996 Liter, also Stroh brauchen sie gar nicht so viel. Da hatte ich jetzt mit mehr gerechnet, aber das ist ja für uns eigentlich auch gut. Ne? Das ist sehr gut für uns. Umso mehr Stroh können wir dann direkt zu Geld machen. Vorausgesetzt, ich nehme das Stroh auch anständig auf. Das hilft unheimlich. Und ich würde sagen, wenn wir den Ladewagen voll haben, dann können wir, denke ich mal, den Grubber starten. Und dann bin ich schon am Überlegen, ob wir vielleicht nicht doch einfach ein bisschen Weizen verticken. Wenn der Hänger voll ist, fahren wir den weg. Ja. Doch. Macht Sinn. Wie gesagt, wir sind hier in einer Challenge. Wir brauchen jeden Cent. Das ist schon eine ziemlich enge Geschichte sowieso, weil wir hier gleiche Voraussetzungen haben. Keine Mods, keine großen Tricks, mit denen wir arbeiten können. Also Spieltricks sozusagen. Deswegen müssen wir natürlich gucken, dass wir hier ein bisschen in die Puschen kommen. Es geht zwar schon einigermaßen voran, aber noch nicht so, wie ich mir das gerne wünsche. Und das wollen wir natürlich noch ein bisschen optimieren. Aus dem Grund, ja, werden wir dann gucken, dass wir was verkaufen. So, wir sind bei knapp 2/3 des Feldes. So. Lassen den jetzt erstmal wieder ein bisschen volllaufen. Naja, also ich denke mal, mit 3 Kippern ist ein bisschen optimistisch gerechnet. 2, vielleicht 2,5 Kipper. Vielleicht 2,5. Das ist so, war grob meine Prognose, wo ich schätze, dass wir hinlaufen werden. So, dann machen wir hier gleich wieder Platz für den Freund. Dass wir da, ja, der kämpft natürlich jetzt hier. Ja, also das müssen wir ändern. Das müssen wir ändern. Das ist kein Dauerzustand. Nee, das bringt uns nicht viel. Da müssen wir anders hantieren. Achso, da waren wir jetzt gerade schon richtig. So, einmal einschalten. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir Geld zusammenkriegen. Wir brauchen einen etwas besseren Traktor. Wir müssen nach einem besseren Traktor gucken. Dass wir hier einfach ein bisschen flexibler arbeiten können. Das andere bringt uns ansonsten nicht so wirklich viel. Oh, ich fahre schon wieder hier neben der Spur. Was ist los? Ich habe heute kein Zielwasser getrunken. Irgendwie. Oder die Spur ist zu breit. Das kann natürlich auch sein, weil er nimmt auf und trotzdem bleibt noch was liegen. Also die Spur ist anscheinend ziemlich breit. So, und jetzt ist sie voll. Dann werden wir das gleich mal verkaufen, fahren schnell. Ich denke mal, den Mähdrescher müssen wir wahrscheinlich gleich wieder abtanken. Da ist das Gute mit dem Düngen gewesen. Das hat uns wirklich hier den Bobbes gerettet, sozusagen. Weil das bringt uns richtig viel rein. Doppelter Ertrag ist natürlich in der Situation hier mit Wettbewerb und allem doch ein deutlicher Vorteil. Ich habe gesehen, der Daniel hat nicht gedüngt in der ersten Folge und hat dementsprechend ja auch einen, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so guten Start. Dafür hat er schon die erste Mähmission. Die bringt natürlich gleich 9.000 Euro. Das ist eine ganze Menge. Das entspricht ungefähr 15.000 Liter Weizen im Verkauf. Von dem Punkt her hat er dann doch auch wieder ganz gut aufgeholt. Ne? Also das ist schon gar nicht so übel. Das ist schon gar nicht so übel. Was Missionen betrifft, bin ich auch schon am Überlegen, mit Mähmission vielleicht was zu machen. Da weiß ich aber noch nicht so hundertprozentig, wie ich das Ganze angehen werde. Das heißt, ich hätte schon eine Idee. Doch, ich habe gerade eine Idee. Eben kommt mir ein Geistesblitz. Haha, eben kommt mir eine Idee. Ja, doch, ich weiß, wie wir es machen. Ich weiß, wie wir das machen. Ja, doch, da kommt mir eine sehr gute Idee. Ich denke, das wäre
eine relativ gute Lösung. Jetzt muss ich gerade mal gucken, haben wir eigentlich schon oder haben wir noch nicht? Ich muss gerade mal... Nein, wir haben noch nicht. Wir sind doch in... Ist man jetzt in Folge 4 oder in Folge 5? Ach, in Folge 4. Doch, dann haben wir die Kuh ja schon gekauft. Hä? 1, 2, 3... Echt? Folge 4 sind wir jetzt erst? Ja, tatsächlich. Wir sind in Folge 4. Okay, dann haben wir ja unsere Kuh schon. Ha? Da habe ich jetzt schon wieder geschlafen. Unglaublich. So, Mähdrescher abtanken. Eieiei. Ja, ja. So. Oh, komm. Ja, das ist deine... Das ist deine letzte Fahrt, mein Freund. Das bringt hier nichts. Das bringt nichts. Und für einen Gruber bist du auch nicht geeignet. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das anders. Wir werden den schon mal verkaufen. Das bringt nichts. Den Freund werden wir abgeben. Fahren natürlich damit zum Händler. Weil wir dann noch ein bisschen mehr Geld kriegen. Aber das mit dem Kramer macht keinen Sinn. Wie gesagt, für einen Gruber ist er auch nicht geeignet. Das bringt uns auch nichts. Da haben wir auch keinen Vorteil davon. Aber was wir noch schnell machen können, können wir aus Spaß gucken, was das Feld 17 kostet. Beim LS13 hier ist es ja so, man muss in die Mitte des Feldes fahren. Da gibt es dann diese Buttons, wo man sehen kann, was entsprechend die Felder kosten. Deswegen dapseln wir mal hin. 198, ach du lieber Gott, Hilfe, nein, so viel Geld haben wir nicht, 1000. Okay. Ja. Das können wir uns ab so verdammte Fluchhackeleute nicht leisten. Nee, das geht nicht. Das ist Spielerei. 198.000, das dauert. Oh, da müssen wir aber viel, viel, viel machen für. 198.000 für so ein Feld. Alter Schwede. Nee, dann schwirrt mir eine andere Idee vor für später, wo wir vielleicht erstmal mit anfangen. Denn es gibt günstigere Felder, die wir von vielleicht so für 50.000, 60.000 kriegen können. Ich denke, das macht einfach mehr Sinn. Bis wir hier sind mit solchen Feldpreisen, da müssen wir erstmal noch ein bisschen Geld verdienen. Da müssen wir noch richtig Geld verdienen. So, mein lieber Kramer, es war schön mit dir, war eine kurze Zeit, aber für das, was wir hier in der Challenge machen wollen, bist du leider nicht ausreichend. Für ein normales Let's Play hätte ich jetzt gesagt, ach Gott, was soll's, wir nehmen den erstmal, aber wir müssen hier aufs Maximum gehen. Monsieur Umweltrettung hat mir da ja eindeutige Prognosen gegeben. Und das möchte ich natürlich vermeiden. So, statt 9.000 kriegen wir 10.800 hier. Das ist schon mal sehr gut. Und dann kriegt erstmal der Schlüter wieder den Hänger. Das macht mehr Sinn. Jawohl. Und dann werden wir auch bei Gelegenheit da auch für den Schlüter noch einen Bruder besorgen. Oder ein Äquivalent. Müssen wir mal schauen, dass wir da auf alle Fälle noch ein bisschen mehr Kraft kriegen. So. Jetzt müssen wir nur noch anständig ranfahren. Dann könnte das auch mit dem Abtanken funktionieren. So. Einmal da drunter. Dann bitte einmal voll machen. So, wir schauen nochmal so aus Spaß auf die Preise. Ja, Preise dümpeln so um die 610. Das ist jetzt ja nicht ganz der Renner. Aber okay. Viel mehr werden wir da wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, nicht rausholen. Ich weiß nicht, wie sich da die Preisstruktur noch entwickelt, aber das sieht im Moment erstmal noch nicht so prickelnd aus. So. Dann müssen wir das anders angehen, aber ist ja auch kein Problem. Wir sind ja flexibel. Ja. Wir kriegen da vieles hin. Ja, wir gerade mal gucken. Auge juckt ein bisschen. So, und hier haben wir natürlich eine breite Spur. Deswegen hat er das auch beim ersten Mal nicht so auf Anhieb richtig aufgenommen. Das war natürlich ungünstig. Aber dann fahren wir halt nochmal drüber. So. Na, der Stroh bringt uns noch ein bisschen Taschengeld. Das ist für hier nicht zu unterschätzen. Gerade so für die Anfangszeit ist das wichtig. Später müssen wir mal gucken, was wir dann
am besten machen. Ich bin dann noch am Überlegen, ob wir da vielleicht irgendwie gucken, aber wir können das Stroh auch nirgendwo lagern, ne? Also das ist halt das zweite Problem. Wir müssen das Stroh sozusagen dann produzieren, wenn wir es benötigen. Das ist natürlich ungünstig. Aber gut, das ist halt LS13, ne? Da gab es noch nicht so die Riesenmöglichkeiten, wie wir sie kennen. So, Mähdrescher ist gleich wieder voll, das ist gut. Sehr gut. Dann bleiben wir hier am besten gleich stehen und machen den voll. Jawohl. Dann einmal wieder abdanken. Oh, dann... Das riskieren wir lieber nicht. Das riskieren wir lieber nicht, weil das geht in die Hose. Ich will hier nicht anfangen, Geräte abzudotzen. Muss nicht sein. Dafür haben andere Let's Plays, die sind da besser für geeignet. Als hier im LS13. Gut. So, einmal wieder abdanken. So, dann kannst du eigentlich da stehen bleiben. Fahren wir mit dir weiter. Aber ich denke hier so für den Einstieg, nur um Stroh einzusammeln, ist der Wagen hier gut. Der hat sich wahrscheinlich mit dem ganzen Stroh schon fast wieder refinanziert. Aber für Wiese und so weiter später brauchen wir definitiv Ladewagen. Wie gesagt, das kostet 100.000. Puh, das geht richtig in die Kohle. Aber auch das wird sich lohnen. Das ist halt der Punkt. Also die Investitionen sind teuer, aber die Investitionen rechnen sich auch. Ja, das ist jetzt nichts, wo man dann sagt, oh mein Gott, das dauert ja ewig oder das bringt ja gar nichts, sondern was man hier kauft, das rechnet sich, wenn man es zumindest ja gezielt sinnvoll einsetzen kann, ne? Also wenn man das optimal nutzt, ist das hier in dem Spiel eigentlich jede Investition eine kleine Goldgrube. Man muss nur genau wissen, wie man das im Prinzip dann zu nutzen weiß. Oh. Und ich fahre schon wieder hier etwas komisch. So, dann holen wir uns den Krümel noch ab. Oh, doch wieder vorbeigefahren, Junge. Nimm doch einfach mit. Einmal im Krümel fahren. So, jetzt nehmen wir ihn mit. So, weil da möchte ich nichts verschenken. Das soll nach Möglichkeit schon zumindest zu Beginn bestmöglich hier eingesammelt werden, dass wir da keine unnötigen Gelder verschwenden. So, Mähdrescher ist schon wieder voll. So muss das sein. So muss das laufen. So, und das Feld sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Und ich denke mal, dann werden wir da gleich entsprechend den nächsten Schritt gehen. Erstmal abtanken, auch 19.000. Da ist auch nicht mehr viel Luft. Das heißt, noch im besten Fall dreimal mit dem hier gerechnet abtanken. Also nach dem hier noch zweimal abtanken, dann ist Kipper voll. Dann ist Kipperle voll. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass das Geld dann ausreichen wird. Bin mir noch nicht sicher, aber wir schauen. Könnte im Prinzip sogar schon ausreichen. Müssen wir dann mal gucken. Oder wir verkaufen es jetzt schnell. So, dann machen wir das jetzt. Güterbahnhof. Nehmen wir uns noch ein bisschen Weizen aus dem Silo mit, machen damit voll gut ist. Wir müssen ja vorankommen. Da ist langes Warten, bringt da nicht viel. Ne? Das bringt nicht viel. Also machen wir hier nochmal voll. Bringen das schon mal zum Güterbahnhof. Das ist auch eine gute Zeit, 17.45 Uhr. So, und dann fahren wir das hier weg. Und dann gucken wir mal. Also es müssten um die 14.000 Euro rauskommen. Oder wir müssten eigentlich noch warten bis 18 Uhr. Ja, wir fahren schon mal hin. Ist ja nicht das Problem. Wir fahren schon nochmal runter. Bis wir da unten sind, ist ja die Zeit schon fast verstrichen. Also von dem Punkt her geht das. Da muss der Mähdrescher halt mal einen Moment stehen bleiben. Aber ich glaube, das werden wir verkraften. Wie gesagt, ist ja auch ein Stückchen zu fahren, bis wir hier unten sind. Von dem Punkt her, ja,
braucht das ein paar Minuten. Stellen wir den schon mal sozusagen in Position und dann warten wir noch bis 18 Uhr und dann ist gut. Ein Stückchen vor noch. So, so ist gut. Dann, der muss jetzt halt mal eine Sekunde warten, das ist aber nicht das Problem. Fahren wir noch bis 18 Uhr hier ein bisschen weiter. Und dann haben wir auch gleich hier noch ein bisschen Stroh drin. Das ist auch ganz gut, weil ich glaube, das mit dem einen Kipper wird uns jetzt noch nicht ausreichen, was wir da brauchen. Also wir müssen wahrscheinlich dann noch einen Kipper fahren, aber da kriegen wir auch noch ein bisschen was rein. Das ist ja nicht das Thema. Weil wenn wir jetzt verkaufen, ist natürlich ganz blöd, dann geht der Preis nämlich zur nächsten Stunde in den Keller. Und also wenn ich es zumindest richtig in Erinnerung habe, das möchte ich natürlich nicht eingehen, das Risiko. Kann natürlich auch sein, dass der Preis jetzt gleich fällt. Dann haben wir andersrum die Bobuscard gezogen. Das ist natürlich dann auch nicht so optimal, aber gut. Schauen wir einfach mal, wie sich es entwickelt. So. In 4 Minuten, fast 3 Minuten, jetzt sind wir ein bisschen schlauer. Im Moment steht der Preis bei 609. Gucken wir mal, wie wir das am besten hinkriegen. So, hier sind wir bei 80%, das ist gut. So, gleich wird es spannend. Fällt der Weizenpreis, steigt der Weizenpreis, bleibt er gleich. So, 18 Uhr. Oh, er ist ein bisschen gestiegen, das ist natürlich perfekt. Noch mal 5 pro 1000, das ist okay, das ist jetzt nicht viel, aber hier in LS13 sind so 2-3 Euro schon interessantes Thema, ne? Also viel Spielraum ist nicht, aber man merkt das natürlich schon. So, 34.000 haben wir jetzt. Das ist gut. Das ist gut. Noch nicht das, wo ich hin will, aber gut. So, dann werden wir jetzt den Mähdrescher abtanken. Und ich würde sagen, so gegen 6:30 Ingame-Zeit fahren wir dann nochmal was verkaufen oder 6:45. Gucken, wie viel wir da bis dahin von der Ernte einkassiert haben. Ansonsten holen wir uns wieder was aus dem Silo und packen den Rest dann ins Silo rein, weil der Preis wird um 19 Uhr definitiv sinken. Und somit haben wir dann aber das Maximum rausgeholt und haben dann auch die Möglichkeit, uns noch einen weiteren starken Traktor zu organisieren. Und das ist natürlich auch schon mal die Voraussetzung sozusagen für den nächsten Schritt, den wir dann machen müssen. Und mit 2 starken Schleppern da unten sind wir auf alle Fälle gut aufgestellt. Klar, wenn jetzt die Ernte dann durch ist und erstmal Wachstum losgeht, dann müssen wir uns irgendwie anderweitig beschäftigen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, mit dem wir uns sozusagen dann ranhalten müssen. Weil es wird eine Zeit lang dauern, bis wir dann hier wieder arbeiten können. Und bis dato braucht man natürlich eine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. So, jetzt tanken wir erstmal unseren Mähdrescher wieder ab. Denn der ist jetzt schon wieder voll. Ich meine, so soll es ja auch sein. Na, immer viel Umsatz machen, immer viel reinholen, das ist ganz wichtig. So, Ladewagen ist auch fast voll, den können wir dann auch verkaufen. So, ups, doch angedotzt, muss ja auch mal sein. Ja, ich weiß. Ich bin da schlimm manchmal. So, die Preise können wir dann zumachen, das brauchen wir nicht mehr. Das sieht gut aus. Da kommt der Milchwagen. Oh, das würde mich jetzt mal interessieren. Der hat Milch abgeholt. Haben wir tatsächlich Geld für Milch bekommen? Halt Finanzen. Finanzen heute. Das zählt unter Sonstiges. Ich glaube, das zählt unter Sonstiges. Aber zumindest haben wir dann doch tatsächlich schon mal unsere erste Milli verkauft. Ja, das ist doch optimal. Das ist doch super. Ich glaube, das waren 17 Liter. Also 17 Euro haben wir jetzt schon durch Milch eingenommen. Oh mein Gott, wir werden die Milchbarone, wir werden reich, wir werden... Ach du Gott, ist das wenig. Ja, na gut, interessantes Thema. Aber egal.
Wir nehmen alles mit, was geht. So, ja, das zieht sich ein bisschen hin, weil er ist halt nicht der Allerschnellste. Und dann noch auf so einer riesen Map, das ist natürlich erstmal, ja, sagen wir mal, noch ein bisschen schwierig. Aber auch das geht. So, ich sollte aber jetzt auch richtig hier ranfahren, damit wir das anständig hinbekommen. Oh, put, put, put. Trau dich. So. 33,9. Schauen wir mal. Weil ich habe keine Ahnung, wie viel das eigentlich bringt. Also Stroh bringt ungefähr 8. 80 pro 1000. 80 pro Tonne. Gut, das ist eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied. Im LS19 ist so der Durchschnittspreis bei 90 bis 92. Von dem Punkt her, ja, ist das vertretbar, würde ich sagen. Aber immerhin, so ein kleines Wägelchen voll, 900 Euro. Jetzt mal kurz den Gegenvergleich machen. In ihrem Besitz, wir gucken mal, das Ding hat 27,5 gekostet. Also, der finanziert sich schon relativ gut, ne? Wir haben den jetzt dreimal geleert, in relativ kurzer Zeit. Oh, Mähdrescher schon wieder voll. Und dann, das heißt, wir haben schon 2700, also 10% über das verkaufte Stroh haben wir schon wieder drin für das Autochen. Es ist gar nicht so ohne. So, apropos, wir sollten hier gucken und wir müssen die Uhrzeit im Auge behalten, wegen den Preisen. Das heißt, einmal können wir vielleicht danach noch abtanken, dann müssen wir ans Silo. Und dann nochmal verkaufen. Weil der Weizenpreis wird danach auf alle Fälle in den Keller gehen. Garantiert. So, fahren wir hier in der Zeit weiter. Oh, ist eigentlich egal, wo wir anfangen. So, und dann kann es nämlich in die Vollen gehen. Dann haben wir nochmal starke PS. Andere sagen, gut, da hättest du doch die zwei Bührer behalten können. Aber wenn wir die zwei Bührer behalten hätten, würden wir jetzt nicht mit so vielen Geräten hier schon rumfahren können. Das ist nämlich das andere Problem. Na, das konnten wir uns eigentlich nur holen, weil wir die zwei Bührer eben abgegeben haben. Das ist halt das Thema. So. Jetzt hier weiter. Ich denke mal, den Kipper können wir da eigentlich liegen lassen. Stehen lassen, meine ich. Weil der Mähdrescher wird wahrscheinlich bis dahin auch schon wieder voll sein. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen die Uhr im Auge behalten, damit wir da nicht den Zeitpunkt verpassen, weil das wird dann wahrscheinlich jetzt erstmal bei der verkauften Menge mindestens um 50, 60 Euro runtergehen. Und das ist natürlich bei 20.000 Liter 1.000 Euro Unterschied. Ja, merkt man, ne? Das macht schon ein bisschen was aus. Ist schon eine halbe Kuh sozusagen. So, Stroh kriegen wir gut rein. Wenn wir den anderen Kollegen gleich haben, dann kann der auch im Prinzip direkt loslegen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das heute überhaupt noch schaffen. Eieiei. Ja, der ist schon wieder voll. Der fährt das Röhrchen schon wieder aus und sagt, Edge, tankt mich ab, mein Freund. Ja. Gucken wir mal. So, bringen wir den noch runter. Weil dann brauchen wir nicht hin und her seppen, sondern können noch gleich sozusagen das mit verbinden, indem wir nämlich dann einfach sagen, okay, wir mähen schon mal durch, beziehungsweise sammeln schon mal ein. Da haben wir uns die Arbeit für nachher gespart. Ja, und wir sollten dann, denke ich, langsam wieder in den Verkauf gehen. Das machen wir heute noch. Oh, ich denke, dann kriegen wir aber auch vielleicht den neuen noch hin. Mal gucken. Wir müssen mal schauen, wie das läuft. Aber vielleicht schaffen wir das hier heute noch. So, einmal wieder voll machen. Ah, das gibt nicht mehr allzu viel. Ich denke mal noch einen halben Kipper. Aber immerhin, es hat sich also auf alle Fälle gelohnt. Definitiv. Da kam jetzt schon richtig was bei rum. Da konnten wir uns schon ein bisschen was für holen. So. Gut, den Rest holen wir uns im Silo. Und dann fahren wir gerade hoch zur
Güterbahnhof und werden da nochmal eine Fuhre verkaufen. Ich denke mal, dann sollten wir immer noch ein bisschen Raps übrig haben, ein bisschen Weizen übrig haben. Gerade mal gucken, wie es in Beständen aussieht. Ja, 29. Ja, ist da nicht viel, was wir übrig haben, aber den Rest, den wir jetzt noch einfahren, den werden wir ja auf alle Fälle dann auch wieder hier ins Silo reinpacken. Von dem Punkt geht das. Also das heißt, wir haben noch ein bisschen was von der Ernte übrig, haben zum Großteil unsere Startfrüchte noch und haben den Vorteil, dass wir doch schon ein bisschen erweitern konnten. Das war schon wichtig. Das ist gerade so für den Anfang jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Bin mal gespannt, wie das hier ist, wenn es dunkel ist. Es wird ja schon der erste Abend sein. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier mit dem Licht hinkriegen, weil das wird ziemlich duster werden. Ich wollte schon gerade zum Händler reinfahren. Hahaha. Nein. Ich sollte vielleicht das verkaufen. Der Händler gibt uns da nicht viel für. So. Wobei ich ja schon überlegen bin, ob wir nicht erst eine andere Investition vorziehen. Weil, wenn wir dann einsehen, Cooper nun einsehen, dann brauchen wir später eigentlich erst den zweiten Traktor, noch nicht jetzt. Dann können wir das auch, glaube ich, gemütlich nacheinander machen. Obwohl, je schneller wir eingesät haben, umso schneller können wir wieder ernten. Ne? Das ist dann das nächste Thema. So, Preis 18.49 Uhr, noch gleich. Da können wir dann gleich mal gucken, wie es aussieht. Ja, bezüglich dem Preisverfall. 10 vor 7. Um 7 Uhr, denke ich mal, dürfte dann der Preis noch deutlich fallen. Nee, aber für die andere Investition reicht es noch nicht. Das ist doof. Nee, dann machen wir das so. Wir werden zwei neue Sachen kaufen. Ein Spielzeug und ein Arbeitstier. Weil das... ich würde ja gern was testen. Gerade überlegen. Ich glaube, das können wir sogar machen. Das würde uns in mehreren Punkten helfen. Wenn das nicht funktioniert, behalten wir das Bauteil trotzdem. Weil wir es für später auf alle Fälle nutzen können. Also das wäre keine Fehlinvestition. Wir hätten es praktisch ja nur ein bisschen zu früh gekauft. Aber ich glaube, das könnte ich vertreten. Da könnte ich mit leben. Ja, ich denke, das machen wir. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Da werden wir mal ein bisschen einkaufen gehen. Ich hoffe, dass das vom Geld her ausreicht. Da müssen wir nur mal schauen. Ansonsten würden wir notfalls noch irgendeine Frucht verkaufen. Wir haben ja noch ein bisschen was in Reserve. Das wäre ja nicht das Thema. Aber jetzt warten wir noch ganz kurz bis 19 Uhr. Das geht ja schnell. Und dann können wir mal gucken, wie weit der Preis jetzt in den Keller geht. Aber wenn man hier sieht, ne, 16 ist schon proper Feld, ne? Ist schon ein cooles Teil. Es geht schon ab. So, jetzt, wenn das so stimmt, wie ich es in Erinnerung habe, dann kann der gleich sehen, warum es für mich wichtig war, das innerhalb einer Spielstunde zu verkaufen. Seht ihr, 561, das ist um 50 pro 1000 Liter runtergegangen. Wow. Das ist richtig viel. Das ist richtig viel. Aber ich sehe gerade was anderes sehr Erfreuliches. Oh ja. Nee, dann steht der Plan für die nächste Folge fest. Oh, da können wir was machen. Gut, dann werden wir das auch so machen. So. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit dem Farmall anstellen sollen. Irgendwas werden wir machen, aber im Moment habe ich für den noch nicht so wirklich eine Verwendung. Ich werde eine Verwendung für ihn haben. Das ist dann, wie gesagt, so Nostalgie. Und ich möchte ihn auch auf keinen Fall abgeben. Also ich möchte ihn nicht verkaufen. Der soll schon hier auf unserem Hof bleiben, der Freund. Das ist ganz wichtig. So, zum Abschluss nochmal alle Statistiken durchgucken. Kredit, nichts Neues aufgenommen. 100.000, so wie bisher.
Den müssen wir natürlich dann auch noch zurückzahlen. Ich habe jetzt noch 46 Folgen Zeit. Da müssen wir dann mal gucken. Ja, im Silo ist noch ein bisschen was drin. So, ansonsten, Kühe produzieren 11 Liter Stroh, ist gar kein Problem, das ist in Ordnung. Wir müssten uns unbedingt um Gras und Silage kümmern. Da schauen wir mal, wie wir das beim nächsten Mal hinkriegen. Wie gesagt, ich teste da was. Und in dem Sinne, sage ich für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.